Ich möchte zu TTIP kommen, wobei es bei TTIP ja nicht nur um diese Chlorhühner geht, sondern vor allem auch um dieses Konzernklagsrecht. Und da hat es auch eine kleine Auseinandersetzung in der, oder eine mittelgroße in der Koalition gegeben. Da haben wir kurz einen Filmbeitrag vorbereitet. Ja, ja und nein, nein, das muss einen bestimmten Hintergrund haben. Ich kann da nicht, ich mache mir auch international lächerlich, wenn ich jetzt sozusagen als Österreich de facto einmal sage, okay, Verhandlungsmandat für die EU, dann ändere ich im Land meine Meinung und sage, Verhandlungsmandat ist jetzt nicht mehr aufrecht. Das ist ja keine wirklich seriöse Vorgangsweise. Man kann sagen, hätte man sollen gar nicht beschließen, dass verhandelt wird. Ja, wenn wir nicht verhandelt hätten, wäre das Problem nicht. Es geht darum, wie werden wir zum Schluss mit dem Ergebnis umgehen. Ob das dann der Fall ist, wenn das Ergebnis zum Schluss im Parlament abgestimmt wird, werden wir mit dem Parlament gemeinsam beurteilen. Aber sich da so davonschwindeln, indem man sagt, na, es ist ja ursprünglich beschlossen worden und jetzt was liegt, das biegt, kann ich nicht mehr anders und so ein Pech und jetzt muss ich da hinterher trappeln. Niemand muss hinterher trappeln. Wir haben eine eigenständige Position Österreicher und da bin ich sehr stolz drauf. Naja, wenn man sich das so anhört, hinterher trappeln und das andere sagt lächerlich, und dann senden Sie aus am nächsten Tag, ein kleiner Unterschied bleibt. Das schaut aber aus wie ein Riesenunterschied. Naja, in einem sind wir unterschiedlicher Meinung. Das ist die Frage, wenn man ein Mandat erteilt, jemand soll ein Abkommen verhandeln mit allen möglichen Schutz und sonstigen Klauseln und dann kommt eineinhalb Jahre, zwei Jahre später ein Ergebnis, das man ja dann zu beurteilen hat. Und zwar meiner Meinung nach auch im österreichischen Parlament. Also auch die nationalen Parlamente sollen die Entscheidung treffen. Da soll man nicht irgendeinen Trick suchen, wie das am Parlament vorbeigeht. Dann bin ich halt der Meinung, sollte man dazwischen auch was sagen. Noch dazu, und nicht warten, bis erst vorliegt, noch dazu, wo wir ja eine sehr pointierte Meinung haben, und damals hatte die ÖVP mitgestimmt, den Entschließungsantrag, kennen Sie, der im Parlament beschlossen wurde. Und da steht einmal eindeutig, dass Sie der Meinung sind, dass die nationalen Parlamente zum Schluss beschließen wollen. Und das sein soll. Gemeinsam im Europaparlament, also so eine gemischte Materie. Und die beide, nationalen und, Parlamente ja. Extra. Ja. Gemeinsam und dann jedes. Das haben wir beschlossen, dafür einzusetzen und so weiter. Auch den nationalen Parlamenten zur Genehmigung vorgelegt werden. Vier Parteien beschlossen. Ja, das sollte man wen mitteilen. Das soll man nicht so geheim halten, sondern das soll man denen sagen, weil die überlegen gerade was anderes. Dort gibt es eine Reihe von Schlaufüchsen, die haben sich ausgedacht, vielleicht gibt es doch irgendetwas, wie man zuerst das kanadische Abkommen vielleicht nicht in den Parlamenten beschließt. Und dann sagt man, jetzt haben wir schon das kanadische Abkommen, das zu den Vereinigten Staaten schaut eh genauso aus. Nehmen wir doch das zu den Vereinigten Staaten auch gleich. So, also wäre gut, man steht auf und sagt's. Der zweite Punkt ist die berühmten Sondergerichte, Klagsrechte für Konzerne. Die Konzerne sind so mächtig in Europa, international. Zahlen vergleichbar so wenig Steuer. Die nationalen Regierungen sind so schwach gegenüber diesen Konzerninteressen. Finanzkonzernen, großen Konzernen, die ihre Interessen durch diese internationale Zusammenwirken viel besser durchsetzen als diese Schrebergartenpolitik, die wir haben. Jetzt denen auch noch zusätzliche Rechte einzuräumen, ist einfach der falsche Weg. Bei den Lebensmitteln genauso wie bei der Umwelt, wie bei den Arbeitsrechten. So, und jetzt ist die Frage, wann sage ich das? Sage ich, so wie der Herr Vizekanzler, wir haben ein Mandat erteilt. Schweige, bis du das Ergebnis vorgelegt bekommst. Oder, wie ich sage, machen wir das, was das österreichische Parlament mit vier Parteien beschlossen hat. Stehen wir auf und sagen wir, erstens brauchen wir keine Sonderklagsrechte, weil die Rechtssysteme in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Europa sind stark genug. Die brauchen keine Zusatzgerichte. Diese Klagsrechte haben sie auch verändert. Die waren einmal das unbedeutend, sind jetzt bedeutend. Ohne extra Regierungsbeschluss dafür einsetzen in Europa, tun Sie auch schon. Ja. Meine Frage geht in eine andere Richtung. Mit welchen Verbündeten wollen Sie das eigentlich durchsetzen in der EU? Weil zum Beispiel Deutschland und England, die wollen ja eher den Nordamerikanern entgegenkommen. Na gut, Sie haben das jetzt so gesagt, ich mache es. Ich habe auch einen Bericht vorgelegt, wo ich klarstelle, ich mache das. So wie ich es jetzt gesagt habe. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn es der Koalitionspartner auch so macht. Das sage ich nur. Also Sie haben es jetzt in Brüssel
hingelegt. Ja, ich habe es in Brüssel hingelegt. Ich habe damals so einen Brief als Bundeskanzler geschrieben an den Kommissionspräsidenten und an den Ratspräsidenten, alt und neu schon, um zu zeigen, dass ich das ernst nehme, was das Parlament hier beschlossen hat. Weil es ja auch meine Meinung auch ist. Ja? Wenn nicht, hätte ich müssen im Parlament zu den Parlamentariern gehen und dort die Debatte führen. Aber darf ich führen? Nur für das Publikum kurz, ich weiß nicht, ob man uns genau folgen kann. Es geht darum, dass Konzerne... Aber die Frage habe ich noch nicht beantwortet von der Frau Weißenberger. Ja. Die natürlich zu Recht, wie ich das gewinnen werde. Ich wollte nur jetzt einmal ganz kurz einwerfen, ob es überhaupt geht. Ja, also, dass Konzerne stärker sind als die Legislative eines Landes. Darum geht es ja. Genau. Und deshalb wäre meine zweite Folgefrage dann gewesen, das gibt es ja jetzt schon. Es gibt ja jetzt schon 62 bilaterale Verträge. Richtig. Und wenn wir diesen Meindl-Fall hernehmen, wo Meindl jetzt schon Österreich klagen will, auf 200 Millionen Schadenersatz, weil so viel über Meindl Schlechtes geschrieben wird, da gibt es ja das jetzt schon. Und genau um das geht es. Das war nur mein Einwurf. Nein, aber um das geht es. Ich beantworte das zuerst, aber ich vergesse nicht, was die Frau Weißenberger so richtig auf den Tisch... Ja, nein. Also, Herr Bürger, Sie haben in einem völlig recht. Es gibt Hunderte von Österreich, zig abgeschlossene Schiedsstellen, Sondergerichte, Klagsrechtsmöglichkeiten. Insbesondere mit jenen Ländern, die selbst gar nicht so ein Rechtssystem haben wie Europa. Wenn man jetzt mit einem afrikanischen, gewissen asiatischen Ländern etwas abschließt, und dort gibt es gar keine Gerichte unseren vergleichbar. Ich meine, wir reden ja über Militärdiktaturen, wir reden über Länder mit sehr chaotischen Rechtsverhältnissen. So, dann ist immer gesagt worden, dazu brauchen wir diese Abkommen. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass diese Abkommen auch mit Ländern gemacht wurden und jetzt mit zwei sehr großen, nämlich Kanada und die Vereinigten Staaten, gemacht werden sollen, wo die Rechtssysteme eigentlich in Ordnung sind. Sind anders als unsere, aber das sind klare Rechtssysteme. Und jetzt frage ich mich doch, warum braucht man das bei Kanada und bei den Vereinigten Staaten? Und da habe ich einen Verdacht. Wir brauchen es nicht aus den Gründen, wie man früher argumentiert hat, weil die keine Rechtssysteme haben, sondern weil sich in den letzten Monaten gezeigt hat, dass die Konzerne, auch der Vereinigten Staaten, verstärkt diese Instrumente einsetzen wollen. Vor 2008, wenn man gesagt hat, die Finanzmärkte in der Spekulation bauen sich da zu stark auf, hat jeder gesagt, na, was ist denn schon passiert? Ja, aber muss erst was passieren, dass wir was tun? Müssen wir erst darauf warten, dass die internationalen großen Konzerne bei den Landwirten, bei den Arbeitsrechten, bei den sozialen Fragen, so wie Vattenfall in Deutschland, das ist ja, hat uns ja auch alarmiert, ein Atomkonzern sagt, ihr dürft nicht so rasch aussteigen aus der Atomenergie, weil ich habe noch nicht genug verdient, gemessen an den damaligen Beschlüssen. Ja, müssen wir darauf warten, dass die Konzerne, das, wo wir es eh schon schwer genug haben, unsere Produkte, unsere Nahrungsmittel, wir haben einen starken biologischen Landbau, Arbeitsrechtsverhältnisse, wo wir noch weniger so Mac-Jobs, schlecht bezahlte Jobs haben, als es andere Länder haben, müssen wir wirklich in einer Zeit, wo die Leute erwarten, dass wir sie schützen, müssen wir da so eine zusätzliche Möglichkeit aufmachen, damit wir dann in 10 Jahren sagen, ja, wir sind so überrascht, dass jetzt eine Armada aus amerikanischen Anwälten das auch nutzt. Können wir nicht einmal vorher gescheit sein und nicht darauf warten, dass was schief geht? Und wer sind jetzt Ihre Verbündeten in dieser Richtung? Ja, da rechne ich in der Bevölkerung mit starken Verbündeten in Europa, zum Beispiel die NGOs. Ich muss sagen, es gibt hier gegen diese Globalisierungen mittlerweile sehr viele engagierte Menschen in und außerhalb der Parteien. Ich rechne mit einer starken Unterstützung im Europäischen Parlament. Ein Teil der Sozialdemokraten, nicht alle, ein Teil der Sozialdemokraten teilt diese Bedenken sehr. Auch der Parlamentspräsident hat gesagt, dass er das auch kritischer sieht als die, die alles richtig finden und super finden und sich schon so darauf freuen, dass hier endlich das alles ohne Wenn und Aber unterschrieben wird. Ich weiß auch bei den Nachbarländern, dass es hier auch bei den über die Sozialdemokraten hinaus, bei Grünen, anderen, Greenpeace natürlich zu erwähnen, dass hier genau diese Bedenken existieren. Und ich finde, man muss ja als Österreicherin, Österreicher muss man sich einmal auf die Füße stellen und sagen, wenn wir gesehen haben, was Finanzmärkte anrichten und wenn ihr den Konzernen ohnehin nicht einmal in der Lage seid, dass die dort die Steuern bezahlen, wo die Profite und Gewinne entstehen, sondern dass die das vor euren Augen so hin und her schieben, dass ihr zum Schluss nichts habt
und dass aber immer mehr zu diesen Konzernen wandert. Ja, warum gebt ihr denen noch einen zusätzlichen Rückenwind? Warum macht ihr das? Dass ich eigentlich überzeugt bin, das wäre eine gute Gelegenheit, so wie bei Kernkraftwerken auch, dass wir Österreicher, und selbst wenn wir da nicht in der Mehrheit sind, aufstehen dagegen. Und da das ja meiner Meinung nach ein gemischtes Abkommen ist, muss ja jedes Parlament dafür sein. Und daher braucht man da gar nicht die Mehrheit, sondern in meiner Rechtsauffassung würde es auch genügen, wenn wir und vielleicht ein paar andere Parlamente dagegen stimmen, auch ohne dass wir die Mehrheit sind.